Uiuiuiui, da haben wir den Kampf gewonnen, aber Bowser wollte sich natürlich nicht besiegen lassen und hat uns einfach mal abgeschossen, dass wir abgestürzt sind. Und ja, damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey, Part Nummer 14. Und ja, wir haben Mario hier so ein bisschen liegen gelassen. Und dann sollten wir mal einfach mal aufstehen, oder? Ich meine, ich kann auch nicht die Kamera drehen und nix, deswegen, ja. Okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh nein, die Odyssee ist fürchterlich zugerichtet. Das ist natürlich auch mal interessant zu sehen, dass die einfach mal kaputt gemacht wurde. Müssen wir reparieren? Kriegen wir wieder ein paar Monde zusammen vielleicht? Ja. Ja, wir brauchen Powermonde, um sie wieder auf Vordermann zu bringen. An die Arbeit. Ja, ja, das habe ich mir schon fast denken können, aber... Okay. Ja, da passt ja jetzt sowieso nochmal extra das Kostüm hier mit Safari-Style. Gibt's Blättermünzen? Okay. Die Odyssee benötigt 10 Monde, okay. Oh. Aber interessant, dass Mario einfach so dreckig wird, wenn man hier einfach so in der Nähe steht. Ich wollte eigentlich mal kurz reingehen irgendwie, aber... Ich glaube, ich kann ja gar nicht reingehen. Sie ist beschädigt und flugunfähig. Wir brauchen Powermonde, um sie wieder in Gang zu bringen. Ja. Man merkt auch schon, dass man halt schon so ein bisschen darüber nachgedacht hat, ob man die ganzen Aufkleber drauf lassen soll oder nicht, gell? Die arme Odyssee. Sonst hat sie noch geblinzelt, aber jetzt ist sie scheint erstmal defekt zu sein, gell? Okay, okay. Okay. Ich muss übrigens sagen, mir gefällt so ein bisschen dieser plastische Artstyle hier in dem jetzt hier. Also wirklich. Gleich so wieder so ein... Da hinten ist schon mal ein Mond. Eine ganz andere Art und Weise. Okay, da unten haben wir ein Schlüsselloch. Oh. Okay, wir kriegen irgendwas, womit wir in dieser Suppe laufen können. Alles klar, verstehe. Weil irgendwie muss man ja da dran. Oder wir haben irgendwie ein Boot, wo man dann da reinklettern, reingehen kann. Weil das Geräusch hier blub, 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 blub. Ja, lass mich doch hier hoch. Das habe ich hier die ganze Zeit vorgehabt. Aber ich, das ist halt schon mal, was ich letztens schon ein paar schon gesagt habe. Ich finde es irgendwie schön, dass man eigentlich auf der einen Seite jetzt denkt, ja gut, man geht jetzt in die Stadt und Co. und alles. Oh, es ist hier warm, merke ich gerade. Mario macht hier Animationen. Und ja, aber dann erstmal zu Bowser und dann kriegt man erstmal auf die Schnauze, fällt hier runter und hockt man erstmal wieder ganz woanders. Dass man hier so zwischendrin hier irgendwo runtergefallen ist. Okay, ich glaube, ich tue mich hier gerade zu gut umschauen, glaube ich. Dass ich einfach mal ein bisschen weiterlaufen sollte. Aber ich bin halt immer so neugierig. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam, gell? So. Oh, hier gibt es so eine Art Ruine. Okay, okay. Verstehe, verstehe. Oh. Ah, lass mich los! Okay. Das wird natürlich jetzt doppelt lustig ohne. Da sieht man erstmal, was man hat, wenn man was verliert, gell? Hilfe, Mario! Okay, die Musik, die tut so, als sei es jetzt voll Panik, aber okay. Oh, ich verstehe schon. Ja. Sieht man an dem Zeichen hier, dass man eine Stampfattacke machen kann. Na, es heißt wohl, dass ich jetzt erstmal nach oben muss, ohne groß umzuschauen, weil ich kann hier eh nicht jetzt wirklich, ich kann nicht wirklich angreifen, kann nur auf Gegner draufhüpfen und auf die sowieso nicht, weil die sind... Ja, lass mich nochmal einen Mond voreinsammeln. Im Steinkäfig. Ich kann auch ohne Cappy hier Monde sammeln. Ist das nicht toll? Ja, nee, aber ich sollte mich schon erstmal nach oben begeben. Sofern ich irgendwie weiß, wie... Aber ich denke mal, dass ich hier mehr, ja, bewusst Brücken bauen muss. Ich möchte natürlich wieder mit Cappy hier in Gegner reinkommen. Okay. Was seid ihr denn? Was seid ihr denn für lustige, Ich würde auf der einen Seite sagen, hier Wickler, aber es sind ja doch nicht wirklich Wickler, gell? Und auf nichts kann man hier drauf springen, weil die alle Stacheln haben. Oder vielleicht hier, wenn sie zusammengehen, gell? Na! Das war so klar, dass er abhaut. Hey. Okay, dann halt so.
Alles klar, Cappy? Hab dich wieder. Puh, danke für die Rettung. Das eben war so gar nicht lustig. Ich hoffe, es bleibt bei diesem einen Mal. Naja, egal. Lass uns Powermonde suchen. Der einen habe ich ja schon mal. Okay. Ich kann mich strecken mit dem, okay. Achso, ich bleib... okay, alles klar. Aber was bringt das jetzt, wenn ich mich strecke? Ach so. Okay, verstehe. Schöne Schmetterlinge. Also man kann sozusagen über Abgründe drüber laufen. Ja. Okay. Aber ich kann nicht springen. Das geht natürlich nicht. Also komme ich hier gar nicht weiter. So. Aber ich finde es gerade lustig hier, dass er mir so was hier rumläuft. Vor allem das Gesicht hier, guck mal. Ah, schöner Hintergrund auch hier. So, dann muss ich kurz mal raus hier, weil ich ja den Mond haben will. Ein Mond für dich auf einer Propellersäule. So. So. Wobei ich mir natürlich jetzt frage, es muss ja irgendwo auch Stellen geben, wo man das jetzt bewusst einsetzen muss. Weil es soll ja... Wobei ich glaube, der Sprung müsste eigentlich Mario auch packen. Wobei es kann natürlich auch sein, dass es dafür gedacht ist, dass man hier, hier sowas hier einsammelt hier. Weil man dabei sich ja noch bewegen kann. Und sogar relativ lange, wenn ich mir das so angucke. Aber da natürlich... Da müsste man da hoch, gell? Genau. Ja, mal darüber. Oh, nicht runterfallen. Gefällt mir gerade, also wirklich hier so einfach mal so eine Idee zu haben hier. Mal ein bisschen umgucken hier, oder? So, dann hier einmal hoch. Das geht sogar, aber ich kann natürlich hier keine Stampfattacke machen. Kriege ich die da hinten? Na, nichts nahe. Oh, das geht zum Beispiel auch, gell? Alles klar. Aber ich komme halt nicht da oben drauf, gell? Nee. So, dann erstmal hier Stampfattacke machen. Und dann unseren kleinen Freund natürlich wieder behalten hier. So, alles klar. Okay, wenn man nirgends dran... Ah, okay, wenn man in der Luft ist und dann loslässt, dann geht er von allein wieder zurück. Okay, alles klar. Okay. Also man kann jetzt hier sozusagen hier nicht einfach hier sich fallen lassen, weil man müsste dann... Oder kann ich da einfach rüberlaufen? Ja, geht natürlich nicht, okay. Okay, gut, dann haben wir jetzt... Kann ich auch dich fangen? Ich bin gefangen! Komm nicht, ich komme hier nicht weg! Alter, okay. Das sind spezielle Gegner, sag ich mal. Die kann ich auch, glaube ich, gar nicht abwerfen. Also selbst wenn man sich ranschleicht. Ach so, ich verstehe schon. Dann machen wir hier die Kissen kaputt. Ja, man muss das sozusagen ausnutzen, dass der halt auf einen Zug geflogen kommt. Alles klar. Sehr schön. Ah, und jetzt verstehe ich es auch. Oben links die Menge an Monde, die halt hier so im Kreis angezeigt werden, das sind die, die wir brauchen, um weiterzukommen. Also das ist das Minimum, was wir finden müssen. So, ganz viele Münzen. Aber nicht in die Giftsuppe hier kommen. Na, haust ab. Oh, ein einfacher Mond hier. Unter dem Klippenrand. Okay, oder so. Ich wollte gerade Rückwärtshalte machen. Mir gefällt die Welt hier. Also die ist halt wirklich, also so ein bisschen halt auch wie diese Dino-Dschungel, aber auch gleichzeitig wieder, doch wieder anders. Ich sehe gerade, da hinten könnte man auch noch klettern. Ich wollte eigentlich nicht runterfallen, sondern rüberspringen. Aber wenn man da klettern will, dann möchte ich das auch tun. Schüttel die Wii, um schneller... Ah, okay. Ja, die Wii-Fernbedienung.
konnte mich gerade nicht bewegen, weil ich, glaube ich, am Rand um war. So. Dann mal her mit dir hier. Und hui. Ich mag das. Ich mag echt die Ideen, wo sie hier drin haben, so ein bisschen. Weil das Ganze halt sozusagen das Gameplay mal so ein bisschen auflockert. So, einmal kurz den Checkpoint aktivieren hier. Alles klar. Jetzt haben wir da oben auch noch Münzen. Ich sehe es gerade nicht. Bisschen weiter weg, dann sieht man das. Ja. Dann gehen wir da mal kurz hoch. Da hat sogar eine kleine Mütze auf. Oh, das war jetzt dumm von mir. Ich wollte eigentlich eher schütteln, dass ich halt schneller kletter. So, das würde man halt selber klettern in dem Sinne. Das ist halt auch so ein bisschen lustig. Okay, aber hier brauche ich wieder eine lange Raupe. Da hätte man einfach so, das ist ja auch immer so der Gedanke, man hätte auch einfach einen Wickler nehmen können, den man dann spielt, aber nein, man hat dann einfach so ein, ja, so ein buntes Etwas, so eine Art Wickler machen können, gemacht. So. Da hinten passt noch einer auf, okay. Sonst noch irgendwo eins? Ich meine, wir brauchen ja drei noch. Gut, keine Ahnung. Irgendwo hier? Ah, oh, Toad. Was hast du denn hier für Schätze aufgesammelt hier? Ja gut, ich kann da nicht hoch, gell? Sonst könnte ich ihn ein bisschen erschrecken. Na, Toad? Wie ich hier reingekommen bin? Ein großer Vogel hat mich hier abgeworfen. Ein anderer Vogel als sonst. Also nicht hier unser Vogel von Captain Toad Treasure Tracker. Aber mir hat die Abgeschiedenheit dieses Ortes ganz gut getan. Ich habe hier sogar einen Powermond gefunden. Super, nicht? Guck mal hier, gebe ich dir. Ruh dich aus, Captain Toad. Okay. Ich soll mich wohl bald wieder mal auf den Weg machen, was? Ja, du kannst ja mitkommen, wenn du möchtest. Einfach mal ganz viel Münzen. Wir haben die Hälfte des Mondes, der Monde gesammelt. Jetzt fehlt nur noch fünf. Ja, das war mir schon bewusst. Weil mir Captain Toad versteckt. Aber wo sind jetzt noch die anderen Monde? Sind die vielleicht hinter dem Baum versteckt? Kann das sein? Oh, Achtung. Lauter Strecken nicht aus Versehen runterfallen. Ja, okay. Da ist mal einer. Ich finde es vor allem immer noch schön, dass man bei dem Spiel halt wirklich schon eigentlich sozusagen direkt sieht, was man eigentlich machen muss. In den meisten Fällen, sage ich mal. Oh. Wo ist der? Ist der da drin oder was? Na, ja, ist er sogar. Spielen wir einfach mal Holzwurm in dem Sinne, gell? Und da ist er ja, der Mond. Sehr schön. Das Gesicht feiere ich immer noch. Weil es halt so aussieht wie so ein Clown, halt so bunt angemalt in dem Sinne. Im Prinzip kann man ja gar nicht runterfallen, weil entweder man ist halt auf der Plattform oder nicht. Mondstücke im Sumpf. Oh. Nicht den Hintern berühren hier. So, ja, dann gehen wir hier mal direkt weiter, gell? Wenn wir schon den Mond da sehen. Ja, so spart man sich halt echt über die Fussis, über dem Sumpf. Fahrt man sich halt so wirklich die... Uiui. Achtung. Wie häng ich denn da? Voll schief gerade. Perfektes Gleichgewicht, würde ich mal sagen. So, dann einmal raus hier. Und wieder in die Pixelwelt. Als hier... Als Adventure Mario, gell? Ach, ich sehe es auch gerade hier, die Fussis gehen halt
gehen halt rein und raus. So, alles klar. Achtung, Fuß ist in der Wand. Ja, ja, ich sehe schon. So, Achtung. Ja, ich finde halt die Idee halt, dass sie halt trotzdem hier so die 2D-Abschnitte mit reingebaut haben, finde ich richtig klasse. So, dann komm mal her, du wieder. Ich brauche mal deine Hilfe, wieder zurückzukommen. Na, das war nicht so schlau. So, oh, da unten ist auch noch ein Mond versteckt. Also man merkt schon, man muss hier viel mit der Raupe hier arbeiten, ja. So, alles klar. Unter der Brücke hervorgelinst. Ja, wortwörtlich. Es kann auch sein, dass ich damit vermutlich hier den Schlüssel da bekomme, wo ich da hinten gesehen habe. Aber es ist natürlich die Frage, wie weit ich halt mit dem vorankomme, weil wie gesagt, ich kann ja nicht springen. Da. Das ist auch die Frage, was ist schneller, so oder so. Ich glaube, das ist sogar schneller, weil das Ausfahren halt schneller geht. Dass ich mir einfach mal hier fallen lasse, wo der Schlüssel ist, genau. Oh! Oder ich zu blöd bin, weil ich mich falsch fallen lasse. Na komm. Genau in die eine Lücke, die noch da war, gell? Hallo? So. Den würde ich gerne holen, den Schlüssel, bin ich ganz ehrlich. Oh. Na toll. Ja, schön durch die Büsche springen, bis ein Stein auftaucht. Dann ist vorbei. So, komm her, du. Da. Ja, keinen Part ohne Fehlen, gell? Das schaffe ich nicht. Wenn man hinten hinkommt, muss man natürlich auch noch gucken dann. Und ich habe gesehen, da oben sind auch noch Münzen, aber die hole ich gleich. Auf irgendeinem Baum. Hat so ein bisschen was von Yoshi's Island, wenn ich gerade mal so überlegen bin. So die Bäume gerade. Da. So. Nicht wieder da reinfallen. So, sehr schön. Schatz, drehe und wende dich. Ja, müssen wir es leider liegen lassen, weil wir natürlich jetzt nicht mehr hochkommen. So, dann gucke ich mal ein bisschen um. Wir haben alle Monde, die wir brauchen. Wir könnten eigentlich jetzt schon los. Ja, aber lass mich doch noch ein bisschen gucken. Ich bin hier ein bisschen, kann ich nicht auf den Bäumen selber laufen? Doch, müsste ich doch eigentlich, oder? Weil der landet nicht richtig auf den Bäumen. Na. Oder muss ich dafür gerade springen? Ah doch, okay, alles klar. Wollte ich schon sagen hier. Irgendwie muss man ja da hochkommen. Ich hätte am besten halt den Baum hoch, da wo die Münzen drauf sind, gell? Ach ja, ich muss halt noch so ein bisschen an das Springen hier so ein bisschen gewöhnen, weil im Vergleich zu Mario Galaxy, toll, springt halt Mario wirklich weit nach vorne, also hier mit Schwung halt. So, alles klar. Okay, was sagt denn die Partzeit? Wir sehen gerade, die Partzeit ist eigentlich schon wieder fertig, aber gut, wir haben ja gut Monde gesammelt. Da oben könnte man dann auch noch was machen. Nur den das Ganze kaputt machen, weil ich komme da glaube ich eh nicht hoch, gell? Lass mal kurz gucken. Nee. Verdammt. Eieiei. Okay, dann müssen wir irgendwie anders hoch. Vielleicht können wir ja die, die Geier nehmen, dass wir die vielleicht dann selber, dass wir vielleicht fliegen können oder sowas. Aber das werden wir dann auf jeden Fall erst im nächsten Part dann überprüfen.
Dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von, ja, von Super Mario Odyssey sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht vergessen, immer schön die Glocke zu läuten bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.